Wir sitzen ganz bequem im Schneidersitz. Nehmen die Schultern hoch und tief. Nochmal hoch hochziehen. Langsam wieder öffnen, dann unsere Halswirbelsäule mobilisieren, indem dass wir einmal nach links und nach rechts schauen. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig fest den Kopf drehen, in einer waagrechten Position. Einmal links schauen, einmal rechts schauen. Lehnt die Schultern tief unten, nur den Kopf bewegen. Kopf auf die eine Seite ablegen, spüre die Dehnung über den ganzen Nacken, Schulterbereich bis zu den Fingerspitzen führen. Sanft den Kopf abziehen, nicht mit Kraft, sondern sind lieb. Dann Seiten wechseln. Spüre dann hier die Dehnung, Schultern, Nacken, Fingerspitzen. Schön tief einatmen, Arme strecken und schauen auf die rechte Seite in einer geraden Wirbelsäulenposition. Wie wenn ihr würdet eine Waschlumpe ausfinden. Die Wirbelsäule dreht sich um die eigene Achse. Tönt da richtig fest am hinteren Ellenbogen anschauen. Nochmal einatmen und die ganze Übung auf die linke Seite. Schaut am linken Ellenbogen an. Richtig die Wirbelsäule mit Rotation drehen. Kommen zurück in die Mitte, strecken das rechte Bein aus, den linken Arm abstellen und kommen in eine schöne seitliche Dehnung. Probieren das Becken nach vorne zu stossen, wie wenn euch jemand mit einem Seil am Becken nach vorne ziehen würde. Und der Arm ist in der Verlängerung der ganzen Seite. Ihr könnt nach oben schauen oder nach oben schauen, wie es für euer Knick am bequemsten ist. Aber zieht euch richtig fest in die Länge ziehen und das Becken noch nach vorne stossen. Und schnaufen. Langsam lösen, Seiten wechseln. Linke Bein ausstrecken, rechten Arm am Boden und dann in die Länge ziehen. Auch hier wieder das Becken nach vorne stossen. Becken vorne ziehen und die ganze linke Seite in die Länge ziehen. Ihr könnt zum Boden runter schauen oder nach vorne, wie es euch bequem ist. Einfach ziehen. Langsam zurück in den Vierfüßlerstand. Und unser Becken kippen, dehnen, Rücken mobilisieren, Katzenbuckel auf beide Seiten, wie es für euch stimmt. Hochkommen, zu den Füßen runter schauen, Decke anschauen. Wie ist eure Wirbelsäule gerade? Ihr könnt nach links und nach rechts drehen, hoch und runter.
was für euch gerade stimmt. Dann könnt ihr den rechten Arm unten durchziehen, den linken Arm aufstellen und so die Wirbelsäulen in eine Rotation drehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Arm noch nach hinten nehmen, dass ihr noch mehr Dehnung spürt, auch in der Brustwirbelsäule. Öffnet euch richtig. Der Kopf ist bequem am Boden. Die Schulter wird ebenfalls dehnt. Kommt zurück in die Mitte, beide Arme wieder aufstellen. Linke Arm unten durchnehmen. Kopf ablegen, Schulter ablegen und den rechten Arm, wenn es geht, den Rücken hinterher ziehen. So die Brustwirbelsäule öffnen. Nie vergessen, schnaufen, tief ein- und ausatmen. Langsam zurück in die Mitte. Kommt zurück in den Vierfüßlerstand, dann die Schultern versorgen, gerade Rücken machen und jetzt strecken wir das linke Bein aus und ziehen mit dem Fersen nach hinten ziehen. Spüren die Dehnung im linken Boden. Schön nach oben ziehen, die Fersen. Das Bein ausgestreckt, die Schultern bleiben tief, gerade Rücken, Handgelenk, Ellenbogengelenk, Schultergelenk, eine Linie. Und nochmal ziehen, kommen die Fersen richtig zur Decke runterziehen, also zum Boden runterziehen, genau. Und das rechte Bein ausstrecken. Auch hier die Fersen richtig schön in die Länge runterziehen. Schultern tief behalten. Der Kopf ist in der Verlängerung der Wirbelsäule. Zurück in den Vierfüßlerstand und Richtung Down Dog. Das Gesäß nach oben strecken, Schultern tief runterziehen und jetzt probieren, mit den Fersen Richtung Boden zu laufen. Immer schön die Schultern runterdrücken, Gesäß hochnehmen. Spüren die Dehnung in den Waden, hinteren Oberschenkel. Und wenn ihr wollt, probieren, beide Fersen am Boden zu ziehen, abstehen. Und immer schön Schultern abdrücken. Wenn es geht, Beine möglichst durchstrecken. Auch hier schnaufen, nicht vergessen. Und dann das rechte Bein ausstrecken und kommt nach vorne mit einem grossen Schritt. Steht ihr außerhalb von euren Händen und kommt in die Hüftdehnung hin. Das linke Bein, linke Knie ist abgestützt und ihr probiert das Becken immer mit der Ausatmung nach ein bisschen runterzuziehen. Gerade Rücken machen, auch hier Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule behalten und immer beim Ausatmen das Becken ein bisschen nach oben ziehen. Zurück aufs Knie, rechte Bein strecken raus und ziehen eure Zehen zu euch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit dem Oberkörper in gestreckter Position noch etwas nach vorne lehnen und das Becken auf die rechte Seite abziehen. Spürt ihr auch da die Dehnung in den Waden, Oberschenkel bis in die Hüfte hinein. Gerade die Position mit dem Rücken behalten. Dann könnt ihr langsam lösen. Das rechte Bein probieren, in einem rechten Winkel vorne abzulegen und in einer geraden Position übers Bein kommen. Das ist sehr eine gute Übung für euer ISG. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber das Knie ein bisschen mehr anwinkeln
und so mit dem Oberkörper drüber liegen. Probiert das Becken auf die linke Seite abzuziehen, dass ihr möglichst gerade über euer Knie hinkommt und über das abgelegte Bein. Auch hier entspannen, probiert euch bei der Ausatmung noch etwas tiefer abzulegen. Nehmt das linke Bein rundum, kreuzt es und dreht wieder euren Oberkörper auf die Diagonalseite. Gerade Rücken, Schultern bleiben tief. Langsam lösen und zurück in den Handdruck. Probieren noch mal mit den Fersen Richtung Boden runterzukommen. Sehr schön. Dann machen wir noch die andere Seite. Strecken das linke Bein aus und stehen mit einem grossen Schritt neben euren Händen. Und das Becken probieren, nach oben zu ziehen. Das rechte Knie ist am Boden. Gerade langer Rücken. Kopf in der Verlängerung von eurer Wirbelsäule. Und in jeder Ausatmung das Becken ein wenig tiefer dehnen. Dann schnaufen. Dann lösen. Nach hinten kommen. Linke Bein ausstrecken, sicher zu euch herziehen und mit einer gestreckten Oberkörperposition ein bisschen nach vorne liegen. Aber immer schön das Bein gestreckt behalten und sicher zu euch ziehen. Ihr könnt auch das Becken auf die linke Seite abziehen, so richtig Dehnung im Bein spüren. Boden, Oberschenkel. Langsam lösen und das Bein vorne durchkreuzen und es geht im rechten Winkel. Hinter dem Bein ausstrecken. Wenn euch diese Position gut tut, bleibt ihr so. Und sonst könnt ihr das Bein mehr anwinkeln und mit dem Oberkörper drüber liegen. Probiert das rechte Becken schön nach oben ziehen, dass ihr richtig schön Dehnung spürt. Im ganzen hinteren Bereich. Und entspannen. Schnaufen, schnaufen, ausschnaufen. Das hintere Bein, das rechte, über das gekreuzte linke Knie legen und nach rechts nach hinten schauen. Hier öffnet eure Brust, gerade lange Rücken und nach hinten schauen. Wieder lösen. Wir sitzen her in einer geraden Rückenposition, nehmen das rechte Knie über den linken Oberschenkel und einfach nur so bleiben. Ein bisschen nach vorne lehnen mit einem geraden Rücken. Und wenn wir das rechte Knie noch ein bisschen nach unten pressen, probieren, spüren wir Dehnung im Gesäßbereich. Den ganzen geraden Rücken packen. Je weiter vorne das erlernen mit dem Oberkörper, umso mehr spüren die Dehnung. Langsam lösen,
linke Bein auf den rechten Oberschenkel legen. Geraden Oberkörper machen, möglichst nach vorne kommen und so die Dehnung im linken Gesäß spüren. Gerade langer Rücken, linke Knie mit den Wänden nach oben pressen und schnaufen. Langsam überlösen. Ihr könnt ein Bändchen packen oder einen Gurt oder ein Tüchli. Wir könnt noch unsere Beine stretchen, indem ihr das rechte Bein ausstreckt. Ihr könnt, wenn ihr wollt, das Bändchen rundherum nehmen und einfach mal das rechte Bein zu euch herziehen. Es muss gestreckt sein und dann zieht ihr es her. Und am Schluss könnt ihr noch den Zehen zu euch anziehen. Dann spüren der Dehnung im Ganzen. Inneren Bereich. Ölen herziehen. Gestreckte Position behalten. Und das Bändchen mit rechts heben und das Becken der linken Seite fixieren und jetzt kommt ihr langsam mit dem gestreckten Bein auf die rechte Seite runter. Schaut, dass das Becken waagrecht bleibt, der sich gar nicht bewegen. Nur das Bein stretcht auf die rechte Seite runter. Ich spüre Dehnung im Oberschenkel innen dran. Probiert wirklich das Becken ganz neutral zu behalten. Und schnaufen. Zurückkommen, Mitte, das linke Bein abstellen, das Band mit links heben, das Becken mit rechts fixieren und dann das gestreckte Bein ganz häufig auf die linke Seite abziehen. Das tut relativ schnell schon ein bisschen weh. Und abziehen. Und das Bein wirklich schön gestreckt behalten. Zu euch herziehen und auf die linke Seite. Langsam lösen, Bein wechseln. Linke Bein kommt in den Bändel rein oder in den Gurt oder ins Tüchli. Das Bein strecken und dann erst herziehen. Und dann erst den Zehen noch ein bisschen nach oben ziehen. Schöne Dehnung hier kommen. Bei der Ausatmung noch ein bisschen näher ziehen. Und dann könnt ihr das Becken auf der rechten Seite schön fixieren und das linke Bein auf die linke Seite abziehen, ohne dass das Becken hochkommt. Ganz wichtig bei dieser Übung. Das Becken lassen wir waagrecht. Langsam zurückkommen, das rechte Bein auf die Matte runterstrecken. Das Band mit der rechten Seite heben, das Becken links fixieren und das gestreckte Bein die rechte Seite abziehen. Ganz, ganz sauber. Das tut relativ schnell schon weh. Und schnaufen. Langsam auch hier wieder lösen, Bändchen abziehen. Dann könnt ihr das linke Bein gerade auf dem rechten Knie lassen, Oberschenkel. Und zieht den rechten Oberschenkel zu euch her. Spürt die Dehnung im Gesäß. Wenn ihr zu wenig spürt, könnt ihr mit dem linken Ellenbogen den linken Knie noch ein bisschen wegstoßen. Und nicht vergessen, das rechte Bein herzuziehen.
Schultern sind entspannt. Tief ein- und ausatmen. Langsam das Bein wechseln. Rechte Bein linke Oberschenkel legen. Links unten durchfassen und herziehen. Und auch hier, wenn ihr nichts spürt, den rechten Ellenbogen, rechte Knie wegstoßen. Und schnaufen. Auch hier langsam lösen und streckt euch einfach mal auf der Matte aus. Beine strecken, Arme strecken, könnt die Augen schliessen und auch hier 2-3 Mal tief im Bauch hinschnaufen, in die Lunge schnaufen, Luft anhalten und dann langsam alles wieder ausatmen. Luft anhalten, einatmen. Tief in eurem Tempo. Wir sind stolz auf euch, dass ihr mitgemacht habt. Langsam mal in Strecken und Recken und hochkommen, mit Hilfe oder ohne Hilfe. Dünn auf die Beine stehen, wenn es gesessen unten, ganz einen geraden langen Rücken machen, probieren mit den Fersen am Boden zu kommen. Arme sind auch am Boden und kommen einfach ganz in einen geraden Rücken hin. Probieren mit den Ellenbogen, Beine noch nach außen pressen, eine wunderbare Übung zum die Hüfte öffnen. Langsam das Gesäß hochkommen und den Kopf, Oberkörper einfach hängen lassen. Schultern lockern, Kopf lockern. Einfach schön. Und ein bisschen ausschütteln. Und dann langsam, langsam, Wirbel für Wirbel, hochrollen. Nochmal einatmen, Arme strecken, streckt euch nach links, nach rechts. Nehmt die positive Energie mit im Tag. Ich danke euch viel, viel mal fürs Mitmachen. Ich verneige mich für euch. Namaste.